Never. Forever. Wir reagieren heute auf den Events 24 Karrieremodus und ja Leute, es ist erneut ein neuer Trailer rausgekommen. Wir werden den ganz genau in die Magel nehmen und vor allem werde ich mit euch auf jede Einzelheit blicken, die noch so, sagen wir mal, unwichtig erscheint und wir blicken komplett drauf. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben da, schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, Links mal alle unten in der Bio und wir starten direkt los. Hello, I'm Alex Jakes. Welcome to the official Career Mode Deep Dive of EA Sports F1 24. Yep. Choose your driver. Introducing a single player experience that mirrors the challenges drivers face in the real F1 paddock. Guckt euch mal diese Game Faces an, Fernando Alonso, Lando Norris. Das ist ja mal unfassbar futuristisch. Auch hier Hamilton. Ja, Perez und Verstappen, einfach wie echt. Die sehen einfach aus, wie wenn das echt wäre. Wow, das wäre cool, wenn das wirklich ein Game so wäre. Das ist cool. Ist das geil, Leute. Du kannst dir eine Karriere erstellen und das als eine Legende. Sprich, hier haben wir Ayrton Senna, Michael Schumacher, auch Jacques Villeneuve oder Jamie Chadwick, die ja vor einer W-Series Gewinnerin. Aber wir haben auch Pastor Maldonado. Du kannst dir auch mit Mark Webber oder Felipe Massa den Titel schnappen, den sie nie gewonnen haben. Das ist echt geil und ich habe auch schon echt vor längerer Zeit geplant, mit Ayrton Senna eine Karriere zu fahren. Man kann ja jetzt diese Fake-Helme, wäre auch cool. Die haben auch ihre echten Helme in der Hand. Ach du Scheiße, Leute, gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, ja, Nigel Mansell. Ayrton Senna bei McLaren. Ist das geil. Senna or Michael Schumacher. Oh, sogar mit seinem Helm. Und Michael läuft mit seinem Helm bei Ferrari. Ist das cool. If making a name for yourself is more your thing, you can create a custom driver and pave your legacy. Driver's Career Rec. F124's driver career is driven by recognition. During each Grand Prix, you'll be given tasks by your team on and off track to build your reputation within the sport. Dann mal einen Blick auf das HUD. Oh, fuck, kurz mal zurück ein bisschen. Sport. Dann mal einen Blick auf das HUD. Auf dem ersten Blick hat sich nicht viel geändert, aber sieht meiner Meinung nach auch echt sehr futuristisch aus. Man hat jetzt auch Challenges während dem Rennen. Current Fuel Load, also man braucht noch verbleibend Benzin am Ende des Rennens und auch, 0,5 left. Finde ich okay, finde ich interessant, diese Ansicht. Und dass man auch so extrige Objectives im Rennen hat, das ist auf jeden Fall noch eine größere Challenge. Whether this is contract targets or season-long objectives, there's always something to work towards. Hello and welcome back. And as you can see, the paddock is a hive of activity behind us. More action though going on behind closed doors because Anthony Davidson, we are in the middle of silly season. Driver transfers are huge news in real life. In F1 24, go to secret meeting. Du kannst jetzt also, F1 kannst du geheime Treffen mit rivalisierenden Teams abhalten. Das ist ziemlich interessant, das Ganze, denn wenn dir das Team natürlich draufkommt oder es dann nicht mit diesem gegnerischen Team zur Einigung kommt, ich will gar nicht wissen, wie es dann abgeht. Das ist einfach so crazy. As an F2 driver, your choice of driver academy will influence your opportunities within F1. Ich hoffe tatsächlich, dass das diesmal auch wirklich funktioniert. Wir haben ja in F1, in diesen anderen Teilen kannst du dir ja auch immer, wenn du in der Formel 2 startest, eine Fahrerschmiede aussuchen, aber so richtig funktioniert hat das nie, dann ist es nicht denkbar, dass ein Red Bull Academy Pilot zum Beispiel jetzt bei Ferrari fahren wird oder der als erste Wahl ist. Das finde ich ehrlich gesagt kacke und ich hoffe auch, dass man das beim Karrieremodus endlich berücksichtigt hat und vor allem wünsche ich mir, dass man gerade im Karrieremodus endlich mal ein bisschen Bahnbrechen gemacht hat, denn dass du als Formel 2 Pilot direkt in ein Top-Team rübst, das ist unrealistisch wie alles. It's up to you whether you risk your current F2 relationship in pursuit of a greater F1. Hier,
Staying loyal will earn you a strong reputation and will reward you in the long run when it comes to contract renegotiation. Okay, das macht jetzt auch einen Unterschied. Research and Development. Your reputation affects. Da haben wir mal den ersten Blick auf das HOD in der Fahrerkarriere. Sehr transparent das Ganze, aber auch sehr übersichtlich. Da hast du direkt ein Rating und das kannst du dann jetzt auch steigern mit jeder Fahrt. Und man, es ist auch jetzt übersichtlich, aber man muss ja immer in dieses Menü und so weiter und die 1 gegen 1 mit Teamkollegen. Das ist dann echt sehr übersichtlich. Research and Development System in F124's Driver Career. Each driver is given a unique pool of resource points to build the best car on the grid. Choose to work with your teammate and focus developments on one particular part of a car, or spread your resource points for a slower but more balanced development. Drivers with greater reputations will have a team that's more motivated to design and build parts faster. Okay, also and the kannst du jetzt dann theoretisch auch die Ressourcenpunkte mit deinem Teamkollegen zusammennehmen? Kann man das irgendwie entscheiden? Ganz verstanden habe ich das nicht ganz. Eins ist fix, du kannst dich natürlich wieder auf eine Spezialkategorie entscheiden oder dann auf mehrere und dann langsamer. Development failed, ja, das ist eh klar. Secret Upgrades, das ist auch interessant. Also new in F124 are R&D Challenges. After completing a full season, these are modifiers to make sure that no two seasons feel the same. Ja, das war immer. High inflation. Ach man, das war immer so eine Sache. Du musstest dich halt wirklich entscheiden. Nimmst du? Ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich dann echt besser, dass diese Entscheidung, dass das jetzt ein bisschen hoffentlich besser gemacht worden ist. Sizing meaningful decision making. While chip shortage limits you to only one upgrade per month. Das ist aero ja cool. Only and chassis only are other unique challenges to overcome during F124's driver career. Das heißt, du kannst dir jetzt quasi selbst Challenges stellen, um das Spiel noch interessanter zu machen. Du kannst eher aero only oder das only oder auch, dass du quasi ein Minimum oder das Maximum gestaffelt ist, was du ausgeben darfst. Das ist echt genial. Accolades. Brand new for driver career in F124 is accolades. These are long-term milestones tied to each driver and based on their real-world F1 achievements. If you're venturing into driver career as your custom driver, you'll be working with a blank slate and you'll acquire accolades over time. If you choose one of the 20 official F1 drivers or F1 icons, you'll take on their accolades and build upon them. For example. Ach du Scheiße. Wenn du also Michael Schumacher nimmst, musst du es mal schaffen, die 7 Titel bzw. den 8. Titel einzufahren, dass du dieses Abzeichen oder diese Auszeichnung abgeschlossen hast. Und hier, wenn du zum Beispiel in die Fußstapfen. By filling the shoes of Lewis Hamilton, you'll be trying to earn your 8th world ist title. Das cool. If you choose Max Verstappen, you'll be entering the season as the reigning champion and beginning your title defense. Also ist cool. As you progress cool. through your career, you'll earn accolades based on your performance, such as the number of race starts, points finishes, wins, podiums, and more. Das ist cool. The more das you earn, the higher you climb, and your driver rating will increase, putting you in a position to be recognized by the media and rival team principals. Two-player career, endlich. Das spiele ich nämlich auch sehr oft, und da möchte ich auch mal wissen, was da so abgeht. Sometimes racing is better spent with a friend. Genau. In two-player career, share the experience, including the ability to drive as F1 icons. Das geht ihm zum Beispiel. Oh mein Gott, Nigel Mansell einfach zu geil mit seinem Pornobalken. Alter, ich freue mich so extrem. Man kann auch hier diese Earnings nehmen und vor allem auch mit ihm der Zweispielerkarriere. Das sieht auch so falsch aus. Aber cool, dass man ihn da in dem Williams gegeben hat. Unique accolades auch damals and secret offers from rival teams. Geht auch so make hier. Sure you outperform them. Challenge Career, das ist ein neuer Modus. Introducing Challenge Career, an all-new mode where drivers compete in single-player events. This mode features shorter, bespoke driver careers, where you're put into the shoes of an existing driver and team. Each Challenge Career features identical conditions, drivers and circuits, and you compete to earn campaign points and a spot on the global leaderboard. Okay, by the end of also das ist dann quasi wieder so ein bisschen wie My Team, nein, nicht wie My Team, wie dieser
F1 World Modus, den ich absolut gar nicht gemocht habe. Aber das finde ich dann interessant auf jeden Fall. Multi-week season, the player with the most points is crowned champion of Challenge Career. Cool, future seasons wenn man dann of Challenge Career oder so are determined wieder. By player voting or real driver influences. F1 24 gives players the chance to leave their mark on the sport like never before. Pre-order EA Sports F1 24 and unlock 2024 liveries in F1 20. Ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich. Echt, ich freue mich extrem drauf. Und for real, es gibt viele Neuerungen, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat in einem F1 Game. Also seid ihr mega hyped drauf, abonniert gern kostenlos den Channel. Wir werden es hier natürlich fahren, aber vor allem auch alle News, Ratings der Fahrer und jede Reaction zum neuen Game gibt es hier auf diesem Channel. Also macht gern das Däumchen nach oben weg und abonniert auch gern kostenlos, falls ihr noch nicht habt. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei und für heute soll es mal gewesen sein. Danke fürs Zugucken und ciao.